Aktivierungsprotokoll gestartet. Ah, es ist noch jemand gekommen, um zuzuhören. Als der Jedi-Orden gegründet wurde, war ich es, Carla Brinn, die sagte, dass wir uns der Gerechtigkeit verschreiben sollten. Wahre Gerechtigkeit kann nicht durch Emotionen entstehen. Wir Jedi können unsere Begierden ignorieren und ohne Angst oder Wohlwollen nach der Wahrheit suchen. Der Projektor dieses Hologramms ist in Gefahr. Ich bin hier, um ihn zu bergen. Dann tut, was nötig ist. Auch das gehört zur Gerechtigkeit dazu. Aktivierungsprotokoll beendet. Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hey! Schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Ich habe euch gesucht. Was ist hier passiert? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns retten würden. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jerridan wurde schwer verletzt. Euer Freund. Wie schwer ist er verletzt? Er hat große Schmerzen und sollte sich nicht bewegen. Es wäre falsch, wenn Jedi einen Kampf und Rache suchten, während jemand anderes leidet. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf. Oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Nein, das tun wir nicht. Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns, und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. Thank you.
Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein neuer Jedi, der gekommen ist, um zu lernen? Ausgezeichnet. Ich bin Ters Sendon, Bewahrer der Geschichte, ein Gründer und Geschichtsschreiber des Jedi-Ordens. Ich sah, wie wir zu Wissens- und Geheimnishütern wurden. Wir Jedi würden die Weisheit der Galaxis bewahren. Solches Wissen zu sammeln klingt nach einem großen Abenteuer. Ich besuchte mehr Welten als jeder andere Gründer. Ich sah, hörte, träumte. Jedi kämpfen gegen Ignoranz, um andere Kulturen zu verstehen und dieses Wissen anderen zu bringen. Vergesst das auf euren Wegen niemals. Aktivierungsprotokoll beendet. Meisterin Yuan, ich bin auf ein Problem gestoßen. Einer der Holoprojektoren wurde offensichtlich gestohlen. Gestohlen? Aber die Fleischräuber stehlen nicht, sie zerstören nur. Ich kümmere mich darum. Wenn du die anderen Hologramme hast, such mich im Jedi-Tempel auf. Ich schicke dir die Wegbeschreibung. Und bitte, Padawan, sei vorsichtig. Der Sender funktioniert und ein Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesen Padawanen wirklich helfen. Einer von ihnen wurde verletzt. Ihr müsst zusammen mit dem Evakuierungsteam einen Sanitäter schicken. Das ist die Standardprozedur. Sie sind in guten Händen. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Mein Wissen mit Jüngeren teilen zu können. Lebt wohl, junger Jedi. Erinnerung: Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen.
Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Padawan, wie ich hörte, habt ihr mit euren Prüfungen angefangen. Meisterin Yuon hält euch für äußerst vielversprechend. Es freut euch sicher, dass ihr so weit gekommen seid. Doch manche Jedi haben die Fähigkeit, mehr zu bewirken, mehr Leuten zu helfen. Interessiert. Ich bin immer bereit zu helfen. Der Galaxis steht ein Krieg bevor. Das Sith-Imperium schmiedet ein Komplott gegen die Republik. Und die Republik sucht Hilfe bei den Jedi. Doch nicht alle, die ein Jedi werden wollen, sind fähige Kämpfer und Anführer. Viele sind Gelehrte, Diplomaten, Strategen und Wissenschaftler. Deshalb haben wir eine Simulation entwickelt, um Jedi und Padawane daraufhin zu testen, ob sie republikanische Truppen anführen können. Ihr wollt, dass ich an dieser Simulation teilnehme? Genau so ist es. Die Droiden in diesem Dock wurden programmiert, um gemäß imperialen Militärprotokollen und Schlachtfeldtaktiken zu handeln. Zeigt eure Fähigkeiten, indem ihr diese Droiden besiegt, und ihr seid auf dem besten Weg, republikanische Truppen in den Kampf führen zu können. Traut ihr euch das zu? Natürlich werde ich es tun. Ausgezeichnet. Die erste Gruppe Trainingsdroiden wartet auf euch. Viel Erfolg. Ich bin beeindruckt. Hoffentlich haben wir bald eine anspruchsvollere Aufgabe für euch. Hallo. Ihr seid sicher der Padawan, von dem Meisterin Yuon gesprochen hat. Kaum zu glauben, wie wunderbar Tython ist, oder? Also auch unheimlich, nicht falsch verstehen, aber wow, ich meine, seht euch nur um. Tut mir leid, ich plappere. Meisterin Yuon wollte, dass ich euch daran erinnere, dass sie meint, dass Jedi Kampfkünste erlernen sollten. Und sie sagte, ich soll sagen, dass ihr das auch machen sollt. Und wer wird mich in der Kampfkunst unterrichten? Oh, sicher. Tut mir leid. Geht zu Meister Vettel im Tempel. Er sieht nicht nach viel aus, aber er kann einem unglaubliche Sachen zeigen. Möge die Macht mit euch sein.